CPK. Wie angekündigt, hat den Fall der vierten Sitzenden zum Anlass. Wir möchten am heutigen Tag die Medien umfassend zu dem aktuellen Stand informieren. Deswegen die Einladung, deswegen sind wir heute hier. Zum Ablauf nur ein, zwei Worte. Zunächst wird Herr Voll das Wort ergreifen und wird die Geschehnisse aus Sicht der Polizei chronologisch wiedergeben. Hier wird sich anschließend eine Ausführung von Herrn Lenk, der den Fragen von Herrn Voll aufnehmen wird. Und danach gibt es ein Statement der Staatsanwaltschaft, seitens des Herrn Hase und des Herrn Lenzweg. Im Nachgang besteht die Möglichkeit für Sie, Fragen an die Leute im Podium zu richten. Wir würden Sie bitten, einfach, dass wir besser überlegen können, dass Sie sich kurz vorstellen, für welche Medien das natürlich für die Arbeit wirklich ankommt. Nach der Pressekonferenz besteht natürlich dann die Möglichkeit, separate Übertüren von den hier anwesenden zu bekommen. Nach dieser Auseinandersetzung möchte ich nicht viel Zeit verlieren und sofort das Wort an den Herrn Voll, den Leiter der Polizeifraktion. Guten Tag, meine Damen und Herren, es ist wieder mal eine schwierige Aufgabe für mich heute. Ich darf Ihnen zunächst erstmal kurz erklären, dass seit Bekanntwerden der Entführung der 17-jährigen Manneli über 1200 Polizeibeamte fieberhaft nach ihr gesucht und gefunden haben. Hoffnungen und diese Maßnahmen begleitende Gebete haben sich leider nicht erfüllt. Nach dem Fund einer Frauenleiche gestern Abend in Mambersdorf wurde zur traurigen Gewissheit, dass Annelie Marie tot ist. Sie wurde das Opfer eines Tötungsverbrechens. Unser Mitgefühl und unser Beileid mit der Familie. Wir trauern mit ihr um Annelie. Und jetzt bin ich bei der Schwierigkeit, zu den Fakten zum uns betreffenden, uns nach wie vor bewegenden Tagesgeschäft überzugehen. Es geht um die umfassende Aufklärung und Untersuchung dieser Straftat. Ich will das versuchen, mit meinem Einstieg für Sie nachvollziehbar Ihnen zugänglich zu machen. Das hat sich in der Vergangenheit als sehr sinnvoll erwiesen, das chronologisch zunächst zu beginnen. Am Donnerstag, den 13. August gegen 19:20 Uhr, verlässt Annelie Marie mit ihrem Fahrrad und ihrem Hund einen Beagle das Haus, um Gassi zu gehen. Gegen 19:30 Uhr begegnet sie auf einem Verbindungsweg zwischen der B101 und der Ortschaft Luga dem mutmaßlichen Tatverdächtigen. Sie wird dort von den Tätern auf eine uns noch unbekannte Art und Weise überwältigt und in ihre Gewalt gebracht. Um ca. 19.57 Uhr versuchen die Täter aus einem Tatfahrzeug heraus, also nämlich den BKW, BMW verbracht, aus diesem Tatfahrzeug heraus den Vater von Annelie anzurufen. Sie benutzen dafür Annelies eigenes Handy. Ich sprach vom Versuch, das heißt, der Vater hat das Telefonat so unmittelbar nicht entgegennehmen können, sondern hat in der gleichen Minute dann zurückgerufen, das Telefon seiner Tochter. In diesem Gespräch teilt einer der Täter mit, dass sich Annelie in ihrer Gewalt befindet, dass sie sie entführt haben und fordert 1,2 Millionen. Im Hintergrund sind Schreie zu hören. Dabei handelt es sich vermutlich um das letzte Lebenszeichen von Annelie und das Gespräch, das sehr kurz ist, ist beendet und wird abgebrochen. Gegen 20 Uhr bis 20.45 Uhr sucht der Vater eigenständig und ohne Polizei das Umfeld seines Wohnhauses ab. Er kennt die üblichen Wege und
Bewegungsrichtungen seiner Tochter beim Hundeausführen und findet in einer Entfernung von ca. 2 Kilometern vom Wohnhaus ein Fahrrad und den angebundenen Hund am Rande des Weges. Parallel dazu hat um 20.03 Uhr bereits die Mutter über Notruf die Polizei davon verständigt, was der Inhalt des Telefonats war. Also so sinngemäß, unsere Tochter ist entführt. Das hat uns jemand telefoniert mitgeteilt. Anschließend und deshalb beginnen Zug um Zug unsere polizeilichen Einsatzmaßnahmen. Standardprogramm vermissen auf jeden Fall, aber ein Stück weit erweitert mit der Option, dass es sich tatsächlich, denn die Bewertung konnte sofort und so schnell nicht abgeschlossen werden, mit ein paar speziellen Maßnahmen wie Handyrettung, die hat ergeben, dass unser Versuch das Ergebnis erbracht hat, dass der letzte Standort des Handys 20.03 Uhr ermittelt werden konnte, aber dann ausgeschaltet war. Wir haben eine verstärkte Einsatzführung vor Ort aus dem Revier Meißen zum Einsatz gebracht und wir haben stabsmäßig uns hier vorbereitet, den Kräfteansatz hochzufahren und parallel natürlich mit Suchmaßnahmen im Tatortbereich begonnen. Gegen 21 Uhr dann gibt es einen zweiten Anruf der Täter, der landet aus technischen Gründen als Sprachnachricht auf der Rufnummer des Vaters. Und dort wird mitgeteilt, dass sich die Tochter bereits in Tschechien befindet und dass bei Nichtzahlung der Lösegeldsumme er seine Tochter nicht wiedersehen würde. Die Voraussetzungen, das Lösegeld zu zahlen, solle er doch bis zum 14.08., das ist der Freitag, 12 Uhr herstellen. Am Donnerstag, ich bin immer noch beim Donnerstag, ab 22 Uhr haben sich unsere Maßnahmen intensiviert. Die Suchmaßnahmen wurden erweitert durch die Einbeziehung von Spezialhunden der Polizei. Alles das, was da verfügbar ist, haben wir zum Einsatz gebracht. Eine Spur, die an Pferdenhund verfolgt hat, führt uns zu einem Gehöft in Luga. Das hat uns veranlasst, weitere Einsatzkräfte aus dem Stadtgebiet Dresden und unserem Verantwortungsbereich als Polizeidirektion Dresden insgesamt in den Bereich Luga zu verlegen. Wie sich das dann dort vor Ort entwickelt, war zu diesem Zeitpunkt zunächst erstmal nicht abzusehen. Am Freitag dann, gegen 2.15 Uhr, haben wir die Betreuung der Familie durch die Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamtes übernommen. Also ab 2.15 Uhr waren wir dann unmittelbar vor Ort. Gegen 2.05 Uhr hatten wir unseren Ansatz und unseren Einsatz so konfiguriert, dass sie vom weiteren Verständnis her durchaus von einer Soko-Struktur ausgehen kann. Ab 5.27 Uhr hat sich der Polizeiführer entschlossen, der Fährte des Hundes folgend und die Option der Befreiung der Entführten vorgedacht, das Gehöft in Luga zu durchsuchen. Dort wurden dann in der weiteren Folge mehrere Personen festgestellt, die in der weiteren zeitlichen Abfolge von uns befragt wurden und es ergaben sich daraus keine Anhalte für den Zusammenhang zu unserem eigentlichen Kerngeschäft. Am Freitag 9.54 Uhr gingen bei der Polizei erste Hinweise zu einem grauen BMW ein. Der Zeuge hat uns mitgeteilt, dass er in seinem unmittelbaren Umfeld, in seinem Wahrnehmbarkeitsbereich in der Vergangenheit, bis in die jüngste Vergangenheit, regelmäßig einen grauen BMW dort festgestellt hat, den er nicht zuordnen konnte. Und diese Meldung hat er uns abgesetzt. Am Freitag 11.52 Uhr gab es ein Telefonat zwischen den Tätern und dem Vater. Es ging um die Forderung zur Zahlung des Geldes per Online-Banking, eine Sache der Unmöglichkeit.
in dieser Höhe und unter diesen ganz konkreten Modalitäten, die die Täter da für sich als ihren Lösungsansatz transportiert haben, war nicht machbar. Es konnte also deshalb auch keine Zahlung erfolgen. Und einen Kontakt bzw. ein Lebenszeichen zu Annelie hat der Täter strikt verweigert. Das war der letzte Täterkontakt, den wir hatten. Benutzt haben die Täter dafür ein uns bis zu diesem Zeitpunkt völlig unbekanntes Handy, anonymisiertes Handy, das wir auch gegenständlich bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beschreiben können oder sicherstellen können. Am Samstag, 22.44 Uhr, das ist jetzt ein relativ langer Zeitraum, von Freitagmittag bis Sonntag um 22.44 Uhr, haben wir die schwierigste Situation in solchen Fällen erlebt, nämlich das Verdammtsein, im Wesentlichen Verdammtsein auf Worten und keine Möglichkeit zu besitzen, aktiv zu handeln, meine ich auch vordergründig Aktivitäten unternehmen zu können, um das Opfer, dessen Gefährdung in jeder Minute, das ist anzunehmen, in solchen Fällen steigt, befreien zu können. Also am Sonntag 2.44 Uhr hatten wir durch Auswertung von Kommunikationsdaten, die ich jetzt im Detail nicht beschreiben kann und nicht beschreiben will, hatten wir Anhalte dafür, dass wir, oder durch die wir uns veranlasst haben, das Erlebnisbad in Hetzdorf, das ist eine der Gemeinden in diesem Verbund, dort in Glimsdorf, das Erlebnisbad zu durchsuchen, und zwar unter Inanspruchnahme oder Einsatz eines Mantrails. Ohne Ergebnis. Am Samstag, also am Sonntag um 22.20 Uhr, hatten wir nach einer ersten erfolgten linguistischen Beurteilung der uns verfügbaren Telefonate des Täters die Aussage vorliegen, dass es sich um einen männlichen deutschen Sprecher handelt mit vermutlich schwäbischem Dialekt, der auf alle Fälle auch versucht hat, seine Stimme zu verfälschen in Richtung einer tschechischen Akzentuierung und mit Nase zu halten und so weiter und so weiter. Also das war das, was zu hören war, und trotzdem hat sich der Kollege festgelegt und hat gesagt, das geht mit einem sehr hohen Maß an Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Sprecher identisch sind. Am Sonntag dann, 11.18 Uhr, wenn Sie so wollen, der entscheidende Punkt, der Durchbruch, was unsere Erkenntnis war, anbetraf, meldete uns das Sächsische Landeskriminalamt, dass unter den sichergestellten Spuren am Fund des Fahrrades sich ein Spurenträger befunden hat, an dem DNA-Material festgestellt werden konnte, der in den polizeilichen Dateien als vorbestraft und damit bekannt einging. Wir hatten also ab Sonntag 11.80 Uhr einen potenziellen Tatverdächtigen. Am Sonntag gegen 7.20 Uhr, wir wussten dann, dass wir eine Zielperson hatten, wurden gegenüber dieser Zielperson zunächst Observationsmaßnahmen zum Tragen gebracht. Und ab 13.51 Uhr hatten wir dann die Möglichkeit, auch die Telekommunikation gezielt und auf diese Person zu beginnen. Am Sonntag 15.48 Uhr hat die Ortung eines der in Frage kommenden Telefone dieses Tatverdächtigen eine Spur nach Bayern erbracht. Wir konnten dort eine Funkzelle feststellen und wir haben uns mit einem Ermittlungsersuchen an unsere bayerischen Kollegen gewandt. Dort wurde dann deshalb ein regionaler Ermittlungsabschnitt der Polizei Dresden unterstellt worden, eingerichtet. Am Sonntag 19.10 Uhr als Parallelmaßnahme sind Staatsanwaltschaft Dresden und Polizeidirektion Dresden mit einer Medieninformation in die Öffentlichkeit gegangen, die Ihnen bekannt ist. Am Sonntag 19.15 Uhr
übermittelten uns die Kollegen aus Bayern, dass an der von Ihnen ermittelten Wohnanschrift ein grauer BMW, dieser graue BMW, vermeintlich festgestellt wurde. Am Montag gegen 0 Uhr hat sich der Polizeiführer entschieden, am Objekt in Klimm-Außen, das in der Vergangenheit der zurückliegenden 3 Tage immer dieser Drei-Seitenhof, als dieser Drei-Seitenhof bezeichnet wurde, also im Ortsteil Rammertsdorf, zu durchsuchen. Wir haben uns also entschlossen, in diesem unbewohnten Drei-Seitenhof reinzugehen, zu durchsuchen, weil wir dort das Versteck oder den Verbringungsort von Annelie vermuten können. Am Montag gegen 4.30 Uhr dann erfolgte die Festnahme und Durchsuchung eines zweiten Tatverdächtigen, der Tatverdächtige dadurch, dass er sich im Verlauf des Sonntags im Zusammenhang mit den Feststellungen aus unserer Observation heraus als ein enger, das hat dann die Überwachung der Telekommunikation bestätigt, als ein enger, hat der Schlüssel, der hat den Hund betreut und so weiter, Bekannter oder Freund des ersten, des Spurenverursachten Tatverdächtigen dargestellt hat. Wir haben ihn also 4.30 Uhr in Dresden festgenommen, seine Wohnung durchsucht und seinen BKW beschlagen. Am Montag 7 Uhr haben dann die Kollegen in Bayern den Spurenverursacher festgenommen, seine dortigen Wohnräume durchsucht und diesen grauen BMW beschlagen haben. Am Montag gegen 11.45 Uhr hat sich die Beweiskette dann verdichtet und es gab eine weitere Treffermeldung DNA, die wiederum den gleichen Spurenverursacher betraf vom Tatort. Dort hatten wir einen Spurenträger, der, wenn Sie so wollen, in realer Weise DNA-Spuren des Opfers und des Täters an einem Gegenstand betraf. Also es war der unmittelbare Zusammenhang, der schon objektiv dadurch sich gezeigt hat. Am Montag gegen 16.20 Uhr hat sich der Dresdner Tatverdächtige, der, wie ich beschrieben hatte, durch unser Bild gelaufen ist und dadurch beschuldigte Eigenschaften erworben hat, in seiner polizeilichen Vernehmung zum Tatgeschehen eingelassen. Am Montag gegen 18 Uhr haben unter Berücksichtigung seiner Einlassungen und im Rahmen unserer planmäßigen Tatortarbeit, dazu gehört auch die Absuche des Geländes, des umgebenden Geländes, natürlich dieses Dreiseithöfens, die Einsatzkräfte eine zum damaligen Zeitpunkt vermeintliche Leiche festgestellt. 21 Uhr wurde mit dem Freilegen der Leiche begonnen. Dabei spielen natürlich auch spurenschützende Handlungsweisen eine Rolle. Und gegen 22.20 Uhr, wenn Sie so wollen, war es uns als ein erstes Ergebnis dieser Maßnahme, eine erste Aussage möglich nach Augenscheinnahme. Also durch Ansehen, durch Vergleichen der Ermittlungsbeamten in diesen Grenzen möglich, in dieser Leiche die von uns gesuchte zu erkennen. Ich will deshalb bewusst, dass natürlich mich jetzt zu schwer und ich bin identifizierbar. Aber können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt, müssen wir davon ausgehen, dass es sich bei dieser Leiche um Amelie handelt. Der letzte wissenschaftliche Beweis dafür wird durch die rechtsmedizinischen Untersuchungen erbracht werden. Am Montag gegen 23.26 Uhr haben wir diesen Erkenntnisstand Ihnen gegenüber in einer Medieninformation verkündet und bestätigt. Damit bin ich mit dem Part des chronologischen Ablaufs zunächst am Ende. Sie dürfen davon ausgehen, die Ermittlungen beginnen jetzt erst richtig. Und
die beiden dort vor der Stiftung sind, aktuell live und parallel zu dieser Pressekonferenz, wohl im Amtsgericht Dresden, die haftrechtliche Vorführung läuft. Vielleicht wird es noch möglich sein, in dieser Pressekonferenz noch was zu hören vom Arrest des Haftrechtlichen. Das ist der Partnerstaatsanwalt Dresden und ich ist Vorfall. Um an mein chronologisches Gerüst noch einigermaßen Fakten anzuheften, habe ich zu meiner Verstärkung den Kollegen in der Oberrat der Defe gesagt, am dritten Mal auf der Kriminalpolizei in Brüssel West verrichtet. Für uns sind wir noch so gut. Dass bei all unseren Missions- und Einsatzmaßnahmen stets das Wohl von Annelie Marie im Mittelpunkt stand und dafür im Kreis der eingesetzten Beamten und Kollegen tatsächlich dieser Frage höchste Aufmerksamkeit gewidmet haben. Leider im Ergebnis ist sie gleichwohl unmöglich versprochen. Wir haben vielfältige Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt. Im Rahmen dieses Sachverhaltes frühzeitig wurden Spezialkräfte, Observationsgruppen eingesetzt, um rund um die Uhr Kenntnisse zu gewinnen zum Aufenthaltsort möglicher Tatverdächtiger. Wir haben die Telekommunikationsdaten, die uns anhand der Täterkontakte dann erreichten, ausgewertet und haben hier durch Einsatz weiterer Maßnahmen die Lokalisierung der Tatverdächtigen bzw. die Verortung dieser Telefonate versucht und auch erreicht. Wir haben intensiv die Spurensuche am Fundort des Fahrrads durchgeführt, was sich schlussendlich auch als Schlüssel erwies, um nach Auswertung dieser Spuren tatsächlich auf den 39-jährigen Tatverdächtigen rückschließen zu können, um diesen zu ermitteln und im Laufe des Sonntags, wie es bereits angedeutet wurde, ist er dann zügig durch Observation und Festnahme dieser beiden Tatverdächtigen deren Sicherung gelungen. Die Arbeit von uns erstreckte sich zum Beispiel auch auf die Eingrenzung des silbernen PKWs. Es gab also frühzeitig einen Hinweis auf, oder mehrere Hinweise, auf einen PKW in silberner Farbe. Und aufgrund der durchgeführten Vorermittlung konnten wir am Sonntag nach Identifizierung des Tatverdächtigen und jedem Spurentreffer sofort auch sicher sein, dass es sich um das Fahrzeug handelt, das er benutzt. Die genauen Details der Ermittlungen, die geführten Vernehmungen, die natürlich sowohl in der Familie als auch im Bereich der Hinweisgeber geführt wurden, haben einen hohen Arbeitsaufwand verursacht. Wie Herr Kohl schon angedeutet hat, sind sehr viele Ermittler rund um die Uhr im Einsatz gewesen. Auch andere Kräfte, um die Einsatzmaßnahmen zum Erfolg zu führen. Die Arbeit steht erst am Anfang, das wurde gesagt, und wir sind optimistisch, beziehungsweise ja, wir sind optimistisch, dass die Täterüberführung anhand der geschaffenen Fakten besser Polizei wird. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich bei meinen Vorrednern, die den Sachverhalt und den Ablauf der Ermittlungen meines Erachtens sehr effektiv geschaltet waren, geschildert haben im Einzelnen und
die von der Staatsanwaltschaft begleitet wurden. Deswegen brauche ich auf die Einzelheiten der Ermittlungen jetzt nicht einzugehen. Aufgrund des dadurch feststehenden vorläufigen Sachverhalts haben wir einen dringenden Tatverdacht für gemeinschaftlichen Mord und gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraub mit Todesfolge Ehat. Die beiden Beschuldigten werden zurzeit vom Haftrichter vernommen. Sie wollten sich äußern, haben dann aber wieder gesagt, sie wollen sich nicht äußern. Es bleibt aber also abzuwarten, was letztendlich sich daraus ergibt. Gerade wurde von der sachbearbeitenden Staatsanwältin, die an der Haftprüfung teilnimmt, mitgeteilt, dass der Haftbefehl gegen den vorher sogenannten zweiten Tatverdächtigen, gegen den älteren Tatverdächtigen aus Dresden erlassen worden ist. Nach Aktenlage gehe ich sicher davon aus, dass der Tatverdacht gegen den jüngeren Tatverdächtigen, den BMW-Fahrer, der in einer bayerischen Stadt festgenommen wurde, auch erlassen werden wird. Die Obduktion ist seit heute Morgen 9 Uhr im Gange. Es wurde zunächst versucht, alle Spuren insoweit festzustellen. Deswegen nehmen sie auch längere Zeit in Anspruch. Das endgültige und vorläufige Ergebnis der Obduktion kann deshalb jetzt noch nicht mitgeteilt werden. Aufgrund der Auffindesituation und auch der Angaben des zweiten Tatverdächtigen, der insoweit zumindest teilweise über seine Tatbeteiligung ein Geständnis abgelegt hat, kann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass es sich um das entführte Mädchen handelt. Vielen Dank. Also noch? Dann würde ich sagen, sind wir mit den Statements ziemlich durch. Es wurde die Mittelverdächtigung ermitteln, um die Fragen an das Podium sich zu melden. Und da habe ich nach rechts zuerst geschaut, der Sauer von Martin Kirsten. Ich nehme das mal. Frage an die Staatsanwaltschaft: Was kann man denn schon zur Todesursache sagen? Gibt es Anzeichen auch für ein Sexualdelikt oder ist ja ausschließlich aus der monetären? Also Anhaltspunkte für ein Sexualdelikt haben wir keine. Nach dem Haftbefehl wird davon ausgegangen, dass es sich, also nicht nur, wie Sie es nennen, humanitäre Gründe sind, sondern dass es sich um einen Verdeckungsmord handelt. Weil die Täter keine Vorsorge insoweit getroffen haben, bei der Entführung sich irgendwie unkenntlich zu machen. Und deswegen wohl der Auffassung war, ja, dass sie nachher wiedererkannt werden können und deshalb letztendlich sich zum Mord hinweisen lassen. Bitte nachfragen. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Nichts verstehen. Also, wir gehen davon aus, dass nachdem Anhaltspunkte für ein Sexualdelikt, der für dich vorhanden sind, wir gehen davon aus, dass es sich um Verdeckungsmord handelt. Die beiden Täter waren bei der Entführung nicht irgendwie maskiert. Ja. Sie konnten deshalb ja, ohne weiteres von der Entführten erkannt werden. Und das Risiko war ihnen, so ist zu vermuten, deshalb zu hoch. Ja. Und sie haben sich deshalb entschlossen, die Tötung dann vorzunehmen. Habgier wird auch im Spiel sein. Eine Nachfrage, kannten die Täter auch die Familie und den Vater des Opfers und ist das Mädchen quasi bewusst ausgewählt worden von diesen Tätern? Also direkte Kontakte gab es wohl direkt, gab es wohl nicht, aber das weiß der Herr Kroll besser. Entschuldigung, ich helfe da gar nicht. Man kannte sich zum einen, ein Tatverdächtiger kannte das Opfer vom Sehen. Man ist sich wohl in der Vergangenheit begegnet beim Ausführen des Hundes.
ob das täterseits ein gesuchter Kontakt war, wie lange der besteht, wissen wir gegenwärtig noch nicht. Teil 1. Teil 2 handelt sich bei der Familie um eine sehr angesehene Unternehmerfamilie in diesem Fall. Und in diesem Sinne kannte man sich eben genau deshalb. Also der Geschäftsmann war bekannt. Ob das umgekehrt eine Rolle gespielt hat, das konnten wir bislang noch nicht prüfen. Wir haben als nachvollziehbar und dann bedingt auf die Vernehmung jetzt nach Feststellung von gestern Abend die Familie noch nicht dazu gehören, nicht vernehmen kann. Wir wissen auch, dass täterseitig die Möglichkeit genutzt wurde, sich über Facebook mal anzuschalten, wenn man denn da so vor sich hat. Das Aufschreck ist was, die nächste Frage stellen und ich weitermachen und dann spielen. Herr Schmidt, Sachsen-Spiegel, ja, eine Frage zum kurzen Zeitpunkt. Können Sie sagen, wann diese Tötung voraussichtlich oder wahrscheinlich passiert? Also unmittelbar nach der Entführung oder dann bis zum Sonntag? Nachfrage, wissen Sie, was in der Zwischenzeit mit dem Mädchen passiert ist? Von der Frage, es wurden ja offensichtlich auch in Bayern mit DNA-Spuren. Die Informationen mit den DNA-Spuren aus Bayern haben Sie mir jetzt voraus. Kann ich Ihnen nicht erklären. Und zum Zweiten kennen wir den genauen Tatzeitpunkt der Tötungshandlung nicht. Wir gehen nach einer ersten rechtsmedizinischen Aussage vom Freitag aus. Die Frage, was war in der Zwischenzeit, wo war sie in der Zwischenzeit, da gehen wir davon aus, dass sie irgendwo auf dem Gelände dieses Dreiseithofes untergefahren war. Wenn Sie mich jetzt fragen, wer die bewacht hat, ob sie in dieser Zeit gefesselt war oder, wir stehen am Beginn. Okay. Weitergehen, ja. Bedeutet das, dass Sie eigentlich nie eine Chance hatten, an die Toilettenausrüstung in den Fuhrer? Verzeihung, könnten Sie die Plätze wechseln wegen dem Mikrofon? Das hat etwas so. Bei dem Ton. Wir haben einen schlechten Ton. ZDF, wie war denn die Auffindesituation des Leichnams? Wo genau auf diesem Dreiseithof war es? Sie hatten hier das Abseits. Wurde aufwendig versucht, die Leiche abzudecken? Und wie war der Zustand? Wurde irgendwie versucht, da noch Spuren zu wischen, anzünden oder irgendetwas? Ja, ins genaue Detail möchte ich hier nicht gehen. Sie ist in diesem Gelände unter einer Mauer verbracht wurden, so wurde sie auch das von ausgefunden und es fanden auch Abdeckungsmaßnahmen statt. Zum genauen Zustand und ähnlichen Details möchte ich nicht sagen. Sabo, war gewissen, in welchem Verhältnis standen die beiden Tatverdächtigen zueinander? Also Sie sagten, sie kannten sich, aber kann man das näher ausführen? Sozusagen, wie die beiden quasi zusammen zu dieser Planung gekommen sind. Ja, bislang recht wenig. Unsere Erkenntnisse stützen sich auf eine Vernehmung eines beiden Tatverdächtigen. Und demnach kannte man sich nicht besonders intensiv, aber doch schon seit längerem. Dieser will mit regelmäßigen Abständen sich um einen Grundstück kümmern haben, dass ja der ehemalige Wohnort des anderen Tatverdächtigen war. Und in diesem Zusammenhang liegen uns ja Aussagen vor, dass tatsächlich beide über Geld gesprochen haben,
dass tatsächlich Ihrer Unterbringung auch die Verwaltungsabsicht von Anfang an das Motiv für diese Entführung war. Was kann man tun? Ja. Gunnar Mreske, ARD Tagesschau. Etwas mehr vielleicht zu den Tätern. Das Alter haben wir schon aus den Medien mehr oder weniger erfahren, aber zum Hintergrund, es hieß ja auch, es gab einen DNA-Treffer. Warum war der eine Tatverdächtige verzeichnet? Ja, der DNA-Treffer bezog sich für den 39-jährigen Tatverdächtigen, der zurückliegend unter anderem wegen Brandstiftung in Erscheinung getreten war, beziehungsweise Versicherungsbetrug und auch weiter zurückliegend mit einem Sexualdelikt fällig wurde. Und nur diese Übereinstimmung, weil in solchen Fällen naturgemäß die DNA meines gespeichert werden, ist gelungen, diesen Treffer am Sonntag zu erzielen. In der Folge lief das dann so, dass wir natürlich sofort Überwachungsmaßnahmen dieser Person, wie die schon erwähnte Observation, angestrengt haben und in dem Zusammenhang die Observation dieses Grundstücks nicht total so vornahmen. Im Rahmen dieser Observation wurde dann der andere Tatverdächtige mit seinem PKW in diesem Grundstück festgestellt, bei einem seiner dort regelmäßigen Besucher. Und gleichzeitig bzw. kurz darauf fand auch ein Telefongespräch zwischen den beiden statt, was uns zu das sicheren Erkenntnis verhalf, dass hier ein enger Kontakt da ist und dass wir diesen 61-jährigen Dresdner als zweiten Tatverdächtigen ansehen. Dieses Grundstück in Kliphausen, dieses leerstehende Grundstück in Kliphausen, in dem regelmäßig dieser 61-jährige Dresdner hinfuhr und dann auch wieder wegfuhr, stand leer. Es war für uns neben dem schon erwähnten ersten Grundstück, in dem wir bereits am Freitagmorgen Untersuchungsmaßnahmen gemacht haben, ein weiterer und einer der zweite, praktisch der zweite konkrete Ort, in dem Amelie Marie möglicherweise sein kann. Zu dem Zeitpunkt waren schon mehrere Tage verstrichen, mehrere Tage ohne Lebenszeichen, sodass wir nach Observationsmaßnahmen und auch anderen Prüfungsmaßnahmen, wo wir auf das Leben von ihr Rücksicht nehmen wollen, zeitnah dort mit Spezialkräften auch die Durchsuchung angestrengt haben, weil einfach keine Zeit mehr war, zuzumachen. Wir sind also davon ausgegangen, dass sie sich möglicherweise im hilflosen Zustand befindet und haben zu einem sicheren Zeitpunkt zugegriffen, leider ohne Erfolg, und haben dann nach längerer kriminalischer Tatortarbeit, die wir schon erwähnte, festgestellt, dass sie Leiche tätigen müssen. Also ich will nur ergänzen, rechtskräftige Verurteilungen zu den beiden zuletzt genannten Delikten gibt es nicht mehr. Die ersten Tatverdächtigen. Also im Bundeszentralregister sind insoweit keine rechtskräftigen Verurteilungen, aber andere Dinge natürlich drin. Also keine Sexualdelikte, kein Sexualdelikt und kein Brandstiftungsdelikt ist mit einer rechtskräftigen Verurteilung abgeschlossen worden. Das will ich mir klarstellen. Im Übrigen, um das auch nochmal jetzt zu sagen, wurde auch jetzt gegen den ersten Tatverdächtigen der Haftbefehl erlassen. Vielleicht noch kurz dahinter zum zweiten Tatverdächtigen, zum 61-Jährigen, aus was für einem Umfeld stammt. Der soll ja wohl auch zumindest bei Autohandel, Goldhandel, möglicherweise da auch komische Geschäfte gemacht haben. Also rechtskräftige Verurteilungen gegen ihn gibt es nicht. Jetzt haben die Täter auch von Anfang an, die haben ja erzählt, die haben die Bank unkenntlich gemacht, die haben DNA-Spuren hinterlassen, die haben das Online-Banking, das Geld von, wie sind ihre Einschätzungen? Wenn Sie sagen, die Verdeckungskommission ist sehr kaltblütig, aber die anderen Vorgehensweise, das tut ja eher amateurhaft, aus meiner Sicht. Wie sind ihre Einschätzungen der beiden Täter, die haben vorgehen? Einschätzung ist, dass die Planungstiefe, also die Voraussicht ihrer Handlungen, tatsächlich nicht besonders weit reichte und sie möglicherweise nach ihren ersten beiden Anrufen bzw. den Kontakten mit der Familie nicht weiter wussten. Aber es wurde ja auch schon erwähnt,
dass diese Verdeckungstat, also diese mögliche dahinterstehende Absicht oder stehende Absicht, ein anderes Delikt zu verdecken, von vornherein bestand. Eine fehlende Maskierung ist tatsächlich ein Fehler oder ein Umstand, der bedenklich war. Nochmal zu der Frage, Sie sind am Sonntag ja die Eltern und die Polizeistaatsanwaltschaft in die Öffentlichkeit gegangen. Warum dieser Schritt? Ich habe da gelesen, dass es sehr ungewöhnlich ist in solchen Fällen. Warum hat man sich entschlossen, zu diesem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit zu gehen? Der Täterkontakt war abgebrochen. Die oberste Maßgabe bzw. oberstes Ziel für uns im Falle von Entführung ist, ein Lebenszeichen zu erhalten, das es nie gab. Und nachdem Sonntag gegen, beziehungsweise also am Freitag gegen 12 Uhr dieser zweite Terror, dieser dritte Kontakt, dieser zweite Anruf stattgefunden hat, haben wir auf weitere Anrufe gewartet. Zwischen den ersten beiden Anrufen, er hat ja gegen 20 Uhr am Donnerstag angerufen, hat für den nächsten Tag um 12 eine erneute Kontaktaufnahme in Aussicht gestellt, war ja einiger Zeitraum verstrichen in diesem Zeitraum. Ist auch die Familie in die Vorbereitung bzw. Realisierung des Tätervorhabens gegangen, sind also zahlungsbereit und auch die Polizei war zahlungsbereit jederzeit. Insofern ging es dann darum, nach dem Täterkontakt am Folgetag gegen 12 Uhr auch zuzuwarten, wieder zuzuwarten, wenn er sich erneut meldet. Es gab Widersprüche zwischen diesen Kontakten, diese Anleihenüberweisung und die Forderung im ersten Täterkontakt passen nicht zusammen. Die Zahlungsmodalitäten haben sich vollkommen unterschiedlich gestaltet, sodass im Fall dieser Entführung von Anfang an das Atypische festzustellen war, dass es praktisch keinerlei Bemühen gab, an sein Geld zu kommen. Das waren einerseits die langen Zeiträume, die dazwischen lagen, andererseits atypische Forderungen und fehlendes Bemühen mit der Familie. Das stützt schon die These und das hat in der Zunahme der Frage auch unsere Besorgnis von Annelie Marie erhöht, dass es den Tätern möglicherweise tatsächlich nicht auf das Geld ankam. Nachdem wir am Sonntag ja auch eine Mehrzahl von mehreren Tagen ohne Lebenszeichen hatten, der Kontakt also praktisch verloren war. Und nachdem wir eben bzw. gleichzeitig auch schon Täter lokalisieren können, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Einfach auch, um Hinweise zu bekommen. Wir wussten ja zu dem Zeitpunkt am Sonntag auch noch nicht, ob wir Hinweise zum Verbringungsort von hier erhalten. Und sind also diesen Schritt gegangen, um in ihrem Interesse in diesem wirklich akuten Fall einer Entführung möglicherweise doch noch Hinweise zu erhalten. Antwortet? Ja. Ich wollte wissen, ob ich kurz antworte. Übrigens, nur weil wir ja als Radio Sachsen erlenkt, wenn Sie sagen, den Täter kam es möglicherweise nicht auf das Geld an, worauf kam es den Täter dann? Ja, ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass es diese Bereicherungsabsicht gab. Es waren ja auch mehrere Täter, möglicherweise unterschiedliche Motivlage. Wir haben, wie gesagt, nur teilweise Überlegungen vorliegen. Wir gehen momentan davon aus und sind auf jeder Seite bei dieser Entführung oder in diesem Sorgfall davon ausgegangen, dass es um die finanziellen Forderungen geht, aber dass aus unseren unbekannten Gründen eben nur Umsetzung dieser Maßnahme aufgrund auch der nur begrenzten Planungsqualität dieses Vorhaben zurückgestellt wird. Können Sie denn Motive wie Rache in irgendeiner Form ausschließen? Ausschließen nicht nichts, aber Erkenntnisse zu einem Sachverhalt, das rechtfertigen würde, liegen uns nicht vor. Also ich gehe davon aus, nach den Ermittlungen, dass zumindest zu Beginn ja, diese Bereicherungsabsicht im Vordergrund stand. Für andere Motive gibt es derzeit keine Ermittlungsstatt. Bei Lange HDGSK, wie wird denn gegenwärtig die Familie, die Angehörigen, wie werden die betreut, beziehungsweise gibt es da besondere Maßnahmen, weil es ja offenbar eine in der Region bekannte Unternehmerfamilie ist? Also die Familie wurde seit dem Zeitpunkt von dem Verschwinden von Annelie Marie polizeilich betreut.
diese Betreuung dauerte bis gestern an. Wir haben außerdem, beziehungsweise wurde noch fortgesetzt hergestellt auf meinem Kenntnisstand, dass wir Maßnahmen vor Ort ergriffen haben, um eventuellen Einschränkungen zu begegnen. Zum aktuellen Stand der Betreuung kann ich Ihnen momentan nichts sagen, aber bis gestern ist dies passiert. Also Sie werden betreut, davon kann man ausgehen. Dann hatten wir eine Frage aus dem Hintergrund. Ich wollte noch mal nachfragen, was die Todesumstände betrifft. Also können Sie sagen, ob die Todesumstände abgeschlossen sind, können Sie das noch nicht genau sagen, wann oder wodurch das Mädchen gestorben ist. Aber woraus schließen Sie den Schluss, dass sie getötet wurde? Da gibt es eine entsprechende Angabe von dem geständigen Tatverdächtigen oder wie kann man da vielleicht was genauer sagen? Sowohl die Auffindesituation als auch die vorliegenden Aussagen, die wir haben, müssen diesen Schluss, diesen zwingenden Schluss zu. Und trifft das auf beide Tatverdächtige zu? Nein, der erste Tatverdächtige hat bislang keine Angaben gemacht. Aber es ist ja gemeinschaftlich am Mord angeklagt. Ja, aufgrund der Gesamtumstände und aufgrund der Einlassung des Geständigen. Das ist der 39-Jährige, der Geständige. Nein, nee, das ist der aus Dresden mit den 61-Jährigen. Die nächste Frage kommt aus der Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Ich wollte nochmal zu dem, Sie nach dem jetzt geständig, also dem geständigen Tatverdächtigen nachfragen, inwieweit ging dieses Geständnis? Jetzt diese Unklarheit über die Motive oder das Motiv, da ist, hat er eher klare Angaben in Bezug auf das Tatmotiv gemacht. Hat er explizit gesagt, es ging uns um diese Entführung und Erklärung abgegeben für diesen Wechsel, den Sie beschrieben haben? Im Detail möchte ich hier nicht weiter Details offenbaren, da auch die Vernehmungen der beiden Tatverdächtigen noch nicht abgeschlossen. Wir insofern gehindert sind, Details hier zu veröffentlichen zu teilen. Und nur nachfragen darf, ist denn, würden Sie von einem Geständnis sprechen oder ist das, das erstmal nur Ansätze, die Ihnen bei den Ermittlungen geholfen haben? Es ist ein Geständnis, aber ein Geständnis, das den eigenen Tatbeitrag in milderem Licht erscheinen lässt. Jetzt hatten Sie ja gesagt, es ist keine rechtskräftige Verurteilung. Nichtsdestotrotz können ja Personen, sagen wir mal, Polizei bekannt sein durch Ermittlungen in zurückliegenden Jahren. Was lässt sich da vielleicht zu sagen? Da müssen Sie in die Polizei fragen, nach die Tatbestand zu kommen. Das ist kann ich jetzt momentan nicht detailliert beantworten. Es gibt über einen längeren Zeitraum eine Sexualstraftat, die bei einem System erfasst ist, die auch nicht zwingend zu einer Verurteilung führen muss oder geführt haben muss. Und der zweite, der ältere 61-Jährige, jemals auffällig geworden? Also eben die schon keine Erkenntnis vor oder nichts mehr. Die Frage beantwortet. Ich habe keine sichere jetzt noch. Gab es eine Verbindung des ersten Tatverdächtigen zur Mocker-Szene mit zahlreichen Erkenntnissen? Es gibt den Hinweis, dass es möglicherweise Sympathien gibt, unter anderem wohl in sozialen Netzwerken. Aber ja, das alleine lässt nicht darauf schließen, dass es jemand ein aktives Mitglied handelt, das können wir nicht ausgehen. Letzte Frage jetzt. Ja. Zwei. Einmal, da erreichen wir als Motiv, den Wagen hatten beide Schulden, das Gerücht gab es ja auch in den letzten Tagen, und die Frage anschließt. Können Sie ausschließen, dass die Familien der beiden irgendwie in die Sache involviert waren oder informiert waren? Ausschließen kann ich das auch nicht, aber mir liegen keine Erkenntnisse vor, dass die Familie des 39-Jährigen Tatverdächtigen involviert ist. Der 61-Jährige lebt allein. Und zum finanziellen Hintergrund? Zum finanziellen Hintergrund ist als Aussagen des 61-Jährigen Tatverdächtigen offensichtlich, dass Schulden bestehen. Da keine weiteren Fragen, wenn Sie mehr erkennbar sind. Würde ich mich bedanken bei Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, dieses hier wahrzunehmen.
Für O-Töne stehen der Hase, meine Wenigkeit noch zur Verfügung. Das würden wir aber auch im Einzelgespräch dann gerne überprüfen. Ja, ich bitte darum Verständnis, wird auch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir können nur eins machen.